Freunde, diesen Raum kann ich euch nicht zeigen. Es ist alles voller Schmuddelheftchen. Also wirklich der Boden. Es ist alles voller Heftchen. Und also ich denke, das ist echt so eine Jugendsünde. Okay, Freunde, hier dämme ich das Licht bewusst. Ihr seht, eine Schrankwand. Der ganze Boden ist voll mit Schmuddelfilmchen. Das sind jetzt nicht mal mehr Hefte, sondern Filme. Das ist ekelhaft. Und daneben liegen dann Schmuddelfilmchen. Also das ist schon leicht bitter. Moin Leute, was geht? Ich bin's Chris. Bin unterwegs mit Heiko. Ihr seht, Jakobsweg, ähnlicher Weg hinter mir. Wir haben hier ein Wohnhaus. Ich habe schon mal ein bisschen abgecheckt. Sehr viel Kinderspielzeug und kuriose Filme. Ja, schaut's euch mit uns an. Viel Spaß. Ja, das Tor zur Hölle ist offen. Ach, Leute. Schnell drauf. Und ihr seht hier schon, Spielzeug, Spielzeug, Spielzeug. Alles voll. Evola direkt im Kinderzimmer gelandet. Eklig. Und Leute, hier ist auch wieder alles voller Müll. Ich stehe hier auf, ja, Kuscheltieren. Und dann sind hier gleich wieder CDs von Hansi Hinterseher, Winnetou und Rambazamba Volksmusik. Super geil. Bin begeistert. Oh, guck mal, hier liegt wirklich wieder sehr, sehr viel Müll rum. Boah, ist das eklig. Alter Schwede, ist ja alles noch da. Grüße gehen raus an Fabi. Da ist wieder eine CD für dich von den Flippers. Also Freunde, ich bin hier rechts um die Ecke gegangen. Hier ist die Küche gewesen. Es riecht hier ganz komisch nach Tee. Hier liegt auch überall Tee auf dem Boden. Und ja, guck mal, hier haben sie schön, schön beklebt, das Ganze. Und dann geht es hier hinten rum. Also, boah, hier stinkt es aber nach. Boah, Freunde, ich meine, schön ist es ja gestaltet, könnt ihr sehen, ne? Aber es riecht hier wirklich nach Urin ohne Ende. Boah. Und dann komme ich hier ins Badezimmer rein. Schön mit Delfin. Ja, zur Lebzeiten vielleicht mal schön. Es ist sehr eng alles hier. Da ist noch ein Kühlschrank, warum auch immer der im Badezimmer ist. Aber war bestimmt mal gemütlich. Ja, hier ist halt der Rest der Küche. Da ist ein Kuscheltier. Also hier sind generell sehr, sehr viele Kuscheltiere, Freunde. Guck mal, was hier alles auf dem Boden rumliegt. Da ist noch eine Sitzbank zu erkennen. Die ist aber auch schon in sämtliche Einzelteile. Und hier sind ganz viele Sparkassenausdrucke. Welche Bankpapiere hier. Ah, noch D-Mark-Preise. Hier ist noch eine Truhe. Die machen wir mal auf. Da ist nichts weiter drin außer Kleiderbügel. Und hinter dem Zimmer ist noch ein Zimmer. Oh. Ach nee, das sieht nur so aus, Leute. Der Schrank ist komplett zusammengekracht. Und dadurch sah das eben aus, als wäre der im Boden drin, weil hier dieser Spiegel so schief hängt. Hier liegen auf jeden Fall überall Schlager-CDs rum. Also ohne Ende. Ich glaube, das Ding ist unterkellert. Ja, auch hier Schlager-CDs. Ja, oh, da sackt der Boden aber tatsächlich ein bisschen ab. Gehen wir mal hier rum. Ich schaue mit euch mal. Hier ist noch... Ekelhaft. Freunde, das hängt hier alles runter. Da sitzt eine Kuh in der Ecke. Seht ihr das? Richtig gruselig. Ein alter Staubsauger. Ja, Freunde, so Standard. Ne? Hier liegt halt allerhand rum, wo man sich wieder dran aufhängen könnte. Nehme ich euch mal mit ins Wohnzimmer. Ich gehe davon aus, dass es ein Wohnzimmer war. Weil hier stehen auch Stühle rum. Aber was ich richtig cool finde... Das haben wir ja lange nicht gefunden. Hier ist wieder ein altes Telefon. So eins hatte ich sogar noch zu Hause. Freunde, das Allerekligste finde ich das hier. Diese Puppe. Und der Witz ist, Grüße gehen raus an meine Schwester. Das ist genau die Puppe, die du damals auch hattest. Ich erinnere mich an den Pulli, an das Gesicht. Und hier vorne kommen so kleine Schallplatten rein. Und dann haben die immer so geleiert, wenn die Batterien alle waren. Das war nicht so schön. Hier liegen unglaublich viele Erotik-Sachen rum. Da vorne sehe ich schon so ein schönes, nettes Bildchen und Kassetten ohne Ende da unten. Videokassetten.
Also Freunde, es ist wirklich schwer, sich an irgendwas aufzuhängen, aber was viel, viel Fakt ist, es liegt sehr viel Spielzeug rum. Und auch hier so ein Gitarre spielender Plüschhase, wollte ich fast schon sagen. Und ich, also, kurios geht's. Nee. Guckt euch mal an, wie ich mich bücken muss, um hier durchzukommen. Oh. Boah, cool, Freunde. Richtig geil. Invasion USA. Geil. Liegt hier erstmal eine Chuck Norris Videokassette rum. Ey, das ist, hier sind Fotoalben von irgendeiner Schiffsreise. Die kann ich euch auch bedenkenlos zeigen, weil da sind keine Gesichter drauf zu sehen. Da vorne liegt noch ein Westernfilm als DVD. Und auch hier, ihr seht es ja, Kuscheltiere. Ne? Also es ist sehr eng. Ich meine, ich zeige euch das, Leute. Mein Kopf ist fast unter der Decke. Ja, ich komme schon oben gegen. Okay, Freunde, es geht die Treppe hoch. Und was hier geil ist, diese Figur kenne ich aus dem Disney-Film Das große Krabbeln. Und wer aufgepasst hat, hat neulich das Mediamarkt-Special gesehen. Wir haben auch eine Figur vom Mediamarkt bekommen. Mit der Ameise, mit der Hauptfigur. Das ist jetzt unser Maskottchen, unser Wandermaskottchen. Also Heiko war hier eben schon oben, hat einmal getestet. Die Treppe hält wohl noch. Es ist eine sehr, sehr steile Treppe, wie man sieht. Und hier oben, geil, ein CD-Ständer als Gitarre. Das hat Stil. So, und dann gehen wir hier links um die Ecke. Und dann ist hier ein, seht ihr Papa Schlumpf? Und da ganz viele Erotikbilder. Die muss ich leider pixeln. Da komme ich nicht drum rum. Jetzt halte ich die Kamera gerade für euch drauf. Dann ist es einfacher zu pixeln. Ich denke, dass das aber ein Jugend... Das sieht nach Jugend aus, nicht nach Erwachsenen. Das ist so das, was man sich als Jugendlicher dann an die Wand geklatscht hat. Ja, das ist ein Jugendzimmer, Freunde. Das sehe ich schon alleine hier am Bett. Aber es ist ja sehr, sehr eng. Oh, der Boden wackelt. Es ist sehr, sehr eng. Und an diesem Käppi und so sieht man, ja, das ist hier ein Jugendzimmer. Ne? Aber ey, wie eng das ist. Also schön ist es nicht und es stinkt hier extrem nach Schimmel. Hier wieder ein alter Kassettenrekorder. Hier liegen überall CDs rum. Boah, ist das krass, Freunde. Hier ist ein umgeknicktes Bett. Seht ihr, das ist auf die Seite gekippt worden. Und da sind so komische Kostüme da. Und das geht hier überall noch um die Ecken. Also es ist sehr, sehr verwinkelt hier alles. Und geil finde ich, die Kassette von Kasper hatte ich auch. Und hier ist auch noch Nemo. Krass, Freunde, hier ist sehr, sehr viel an Details. CDs, Kassetten, krass, DJ Bobo. Oh, ich muss hier wirklich aufpassen, wo ich hintrete, Freunde. Und Videokassetten, was ist denn das hier wiederum? Jurassic Park 3, geil. Freunde, David Hasselhoff, Crazy for You, das Album habe ich auf Vinyl. Sehr, sehr cool. Also ich finde es eigentlich fast schon wieder viel zu schade, dass man diese Sachen hier vergammeln lässt. Hier ist sogar eine CD, die habe ich auch. Die habe ich auch damals von, ich glaube, Burger King gab es die. Gab es umsonst. Die habe ich auch noch im CD-Regal liegen. Hier, 1987. Ich muss hier wirklich aufpassen, ich will hier jetzt nicht die CDs zertrampeln. Deswegen mache ich jetzt einen großen Schritt. Also als Musikliebhaber tut mir sowas immer wirklich in der Seele weh, Freunde, wirklich. Und wisst ihr, was ich auch krass finde? Hier ist noch ein alter Ledermantel. Und da in der Ecke noch ein Babybett. Und das Baby hieß wahrscheinlich Bernd, weil hier steht Bernd an der Wand. Krass. Wir gehen mal weiter, Leute. Hier ist sehr, sehr viel durchwühlt worden. Hier um die Ecke auf der anderen Seite vom Bett geht das Ganze weiter. Alles voll CDs. Ja. Wobei das jetzt schon wieder nach Mädchen aussieht. Auf der anderen Seite sah nach Jung aus. Hier liegt auch wieder so eine gruselige dunkle Puppe. Eine Flasche Bier. Boah, ey, wie ist man denn hier durchgekommen? Hier so ein Vorhang. Also hier muss ich... Boah, mich echt durchquetschen. Und dann komme ich hier in so eine Seitenkammer rein. Katzenbilder. Also das kann doch nicht ernsthaft hier zum Spielen gewesen sein. Guck mal, wie eng das ist.
Da ist alles voll mit Videokassetten und, und hier von Disney. Ja, Freunde, hier muss ich raus. Das ist sehr, sehr eng. Aber ihr seht ja, ich stehe hier wirklich auf Spielzeug. Muss mich hier wieder durchquetschen. Oh, Freunde, ist das nicht gruselig? Eine alte Clownspuppe? Was ich hier noch ganz geil finde, aus alten Zeiten, Roy Black, Haribo, diese ganzen Poster, diese ganze Werbung, das alles, das ist echt richtig alt, also das ist 80er. Alleine guckt euch diesen alten Bluto an, so sieht er heute nicht mehr aus. Oder hier plus 1,09 Euro, das ist alles richtig, richtig, richtig alt. Freunde, diesen Raum kann ich euch nicht zeigen, es ist alles voller Schmuddelheftchen, also wirklich der Boden, es ist alles voller Heftchen und also ich denke, das ist echt so eine Jugendsünde. Ich kann, also der Raum ist jetzt auch nicht sonderlich spannend, aber es ist alles voller Heftchen und das kann ich nicht alles pixeln. So, und dann ist hier links noch so eine Art Kammer. Oh, guck mal, Freunde, das ist ja wirklich, wirklich ekelhaft. Hier sind auch über Ledermäntel liegen hier rum. Hier ist so ein komischer Schacht. Ja, das sind halt so Seitenwände, ne? Da muss ich jetzt nicht mit euch rein, da ist auch nur Müll drin, ne? Also, und hier wachsen auch überall schon die Pflanzen rein. Ihr seht ja, das ist auch alles hier unverkleidet. Und dann gehen wir hier nochmal links um die Ecke. Da liegen dann auch schon wieder CDs. Hier ist ein Klappkinderbett. Okay, Freunde, hier dämme ich das Licht bewusst. Ihr seht, eine Schrankwand. Der ganze Boden ist voll mit Schmuddelfilmchen. Das sind jetzt nicht mal mehr Hefte, sondern Filme. Und ich meine, wow, aus allen Sparten. Das ist krass. Und guck mal hier, guckt euch mal diese widerliche Puppe an, wie die da breitbeinig, das ist ekelhaft. Und daneben liegen dann Schmuddelfilmchen, also das ist schon leicht bitter. Also Leute, guck, Freunde, ich habe hier eine CD gefunden von Dr. Bombay, SOS, The Tiger Took My Family. Die habe ich tatsächlich auch zu Hause. Das ist witzig. So, Freunde. Freunde, hier ist nebenan noch ein Schuppen. Da möchte ich mit euch noch mal rein. Auch hier ist noch so ein, wie so ein bisschen Wohn. Ne? Das sieht aus, als wäre hier ja eine Küche gewesen oder irgendwas. Tatsächlich mit so alten, riesigen Löchern drin. Weiß ich nicht. Erst habe ich gedacht, dass man hier vielleicht mit Holz gemacht hat. Aber das ist ja ein Schrank und kein Ofen. Eine Truhe. Und dann geht es hier halt auch noch mal hinten rum. Und dann ist hier auch noch, ja, das sieht aus wie ein Hobbyraum hier. Freunde, hier ist Weihnachtsdeko. Hier ist noch Schrott rum. Hier wurde gewerkelt. Da wollte ich auch nicht alles zeigen, das ist ja nicht mehr. Ja, hier Einmachgläser, ein großer Waschbottich, wie man sie früher mal hatte. Mit Feuer betrieben und alles voller Gläser. Da hinten hängt noch gruselig so eine alte Jacke rum. Bah. Freunde, ich weiß nicht, ich fühle mich hier echt nicht wohl in diesem Haus. Super eklig, aber es ist echt voll die Villa Kunterbunt. Ich meine, guckt euch mal an, das ist alles bunt angemalt. Ja, und dann geht es hier auch noch. Hier ist dann wieder so eine Wasserrinne. Ganz komisch. Und oh, Freunde, eine Dusche. Eine Dusche. Einfach im Schuppen. Okay. Und ein Kühlschrank und zwei Donnerbalken. Das gibt's ja nicht. Tatsächlich hier, boah, hier zieht es aber mit Klo. Und hier ist das zweite. Ja, Leute, das hätte man also auch autark hier alles führen können. Ist wahrscheinlich noch aus alter Zeit, denn der vordere Bereich, habt ihr ja gesehen, ist relativ modern gewesen. Ich habe drin auch Papiere gefunden, die teilweise noch von 2006 waren. Also so lange ist das nicht verlassen, aber das Haus ist halt komplett überwuchert mit Efeu und ich finde das ja so ekelhaft. Also wäre es mein Haus, also eins weiß ich, niemals würde ich in ein Haus ziehen, wo Efeu dran ist. Hier ist halt direkt auch, seht ihr ja, Weihnachten. Großerdings, wir können hier noch mal reingehen. Hier ist halt auch noch ein Schuppen. Und hier ist alles voller Gartenzwerge und so eine Art, ja, was ist das? Tierstall?
Ja, oh Leute, da will ich nicht rein. Das ist alles sehr modderig und knodderig hier. Also, oh nee. Ja, man hat hier vielleicht früher mal Tiere gehalten. Ihr seht ja auch, altes Spielhaus. Also, Leute, das ist wirklich die Villa Kunterbunt. Ich meine, guckt es euch an. Alles ist irgendwie in grün und gelb und keine Ahnung. Da hat man hier noch eine Hollywood-Schaukel drin gehabt. Der Sessel. Und da hinten, oh Freunde, das biegt sich hier auch schon alles. Ein halb auseinandergenommener Ghetto-Blaster. Na, oben der CD-Spieler noch drauf. Hier hat man dann auch wieder rumgewerkelt. Also viel Platz hatte man hier. Aber auch sehr viel Müll, muss man dazu sagen. Gucken wir mal hier rein. Das sieht aus wie eine Partyzentrale. Hier haben sie vielleicht gefeiert. Da hinten ist noch eine Couch. Ah, weiß ich nicht. Das Dach da oben, das biegt sich auch schon komplett nach innen. Wird auch nicht mehr lange halten. Dann hier wieder die nächste Tür. Da hinten ist wieder ein Verschlag drin und einfach, es ist einfach nur Müll. Und das geht hier halt noch weiter, Freunde. Hier hat man Hühner drin gehalten. Das ist ein Hühnerstall, ja. Freunde, das heißt, die hatten also tatsächlich auch Tiere hier. So Leute, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Liebe auf dem Kanal da. Völlig abgedrehtes Haus, wirklich. Hatte ich lange nicht. Guten Musikgeschmack hatten sie. Ich hatte halt, wie gesagt, ein paar Papiere noch gefunden. Da ging es um irgendwelche Verurteilungen und so, wegen Körperverletzung und weiß der Geier. Also man weiß halt nie, was die Leute dazu treibt, einfach alles stehen und liegen zu lassen. Ich finde es sehr, sehr schade. Ja Leute, lasst Liebe auf unserem Kanal da, kommentieren, lamentieren, abonnieren, ihr kennt das ganze Spiel. Guckt bei Heiko vorbei, der ist da hinten noch am Cinematics-Film. Wir hauen jetzt ab zur nächsten Location. Ich sag ciao auf ElbköppeTV.